Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer entspannten Runde Sons of the Forest. Ja, wir haben in der letzten Folge ja ein bisschen Besuch von Mutanten gehabt, gell, Virgie? Ja. Und deswegen würde ich sagen, und ich habe ich auch einen kleinen Hinweis bekommen, dass ich vielleicht mal ein bisschen mit Fallen arbeiten sollte. Oder vielleicht auch mal eine Palisade bauen sollte. Dass wir uns das hier hinten heute mal ein bisschen anfangen abzusichern. Na, ich habe gesehen, unter anderem hier hinten sind sie rübergekommen. Wie auch immer, keine Ahnung. Also müssen wir praktisch die Palisade hier auch langziehen. Aber ich würde ganz gerne anfangen mit hier vorne. Hier kann ja nichts passieren. Hier kann ja keiner kommen. Ne? Das heißt, wir müssen nur rechtzeitig von der Brücke ein Stück Palisade wegziehen. Und dann gehen wir mal hier runter, glaube ich. Lass uns mal hier mal die ersten Bäume fällen. Haben wir noch ein Stückchen Crack an Bord? Jawohl. Natürlich. Wir ohne Crack, was wäre das, ne? Der liebe Kelbe kommt auch schon gucken, was wir hier treiben. Na, oder er haut ab, weil er keinen Bock hat, arbeiten zu müssen. Der weiß schon, was ihm blüht, wenn er kommt. So. Oh, man kann sogar die Wand hier weiterführen. Aber da kann der können sie rüberklettern, ne? Jetzt habe ich ja mal eine Überlegung. Die kommen ja eigentlich nur über die Brücke größtenteils hier unten. Na gut, das können wir jetzt erstmal vernachlässigen. Was ist denn, wenn man hier so einen Vorraum baut und den einfach voller Fallen spickt oder so? Oder man baut einfach Klatschepallen hin. Das würde auch schon reichen. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist einen ganz kleinen Steg bauen, dass es sich hier so ein bisschen anpasst. Ach so, guck mal, hier kommen wir gar nicht mehr rüber. Hier schon zu tief. Na gut, dann nicht. Dann machen wir es, wie wir es vorhatten mit, wir bauen hier einen Palisadenzaun hin. Dann haben wir mal nicht den blöden Pfeil hier ständig geben würde. Hallo, ich will keinen. Ich will nicht andocken. Kriegen wir den jetzt noch dahin? Das ist die Frage. So. Okay. Komm, den nehmen wir mal weg hier. Ich rutsche immer runter. Jo, Kevin, was geht? Alles gut? Ne? Hast gute Laune heute? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Wie er guckt, ey. So. Jetzt machen wir mal hier noch ein bisschen raus mit der Palisade. Ne? Drei, vier Stämmchen noch. Dann gehen wir da so schräg runter, glaube ich. Ja, so kann man es machen. Kelvin, komm mir bitte nicht im Weg. Ja, bleib schön da drüben. Ich habe keine Lust, dass ich hier wieder eine mit der Axt über den Dez haue, ne? Jetzt müssen wir so ein bisschen schräg gehen, ne? Ja, kann man so machen, ne? Tatsache? So flach? Ja, obwohl, das haut hin. Das haut hin, Kelvin. Er kommt schon ganz neugierig gucken hier. Eigentlich könnte er auch irgendwas arbeiten, ne? Mir fällt nur nichts ein gerade. Stöcke sammeln vielleicht. Felsbrocken. Wir haben doch keine Felsbrocken mehr. Kelvin, hast du Bock, mir zu helfen? Komm, machst du, ne? Danke dir. Okay. Wir gucken mal weiter nach Baumstämme. Da ist noch einer. Oh, da sind auch noch ein paar. Da sind sie alle hingefallen.
Ach ja, die Hasenfalle. Ne, war ja ein schöner Versuch mit den Häschen. Aber im Endeffekt, das macht so viel Arbeit eigentlich, die ständig füttern zu müssen für mal ein Stück Fleisch, was man braucht. Eigentlich braucht man es noch nicht mal, weil man kriegt ja Fleisch selber überall her. Ist ja egal. Kann man sich ja jagen gehen, geht schneller, wie 10 Tage zu warten, bis so ein Kaninchen geboren wird. Die Zucht erfolgreich ist. Gell, Virgie? Ja. Naja. Ich glaube, jetzt brauchen wir noch einen Baum. Komm, lass mal hier welche wegnehmen. So, den hier. Den hier. Und den hier. Ja, das geht schnell. Zack, zack. Weg ist der Baum. Ja? Dank unserem Greg. Ja, das passt mir so ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, von hier können sie nicht kommen. Das ist nur von hier. Okay. Dann machen wir noch bis hier vorne und dann gerade rüber zu. Ne, vor dem Felsbrocken noch. Auf jeden Fall. Das müsste dann auch reichen, dass sie hier unten uns erstmal nicht mehr belästigen. Dann brauchen wir noch auf jeden Fall so die ein oder andere Falle, ne? Da müssen wir mal gucken, was wir Schönes im Repertoire haben, was sich hier eigentlich lohnen würde. Also wenn man doch weiß, dass da ein schmaler Gang ist, wo sie auf jeden Fall alle langlaufen, dann könnte man vielleicht die Hubschrauberfalle da draufsetzen oder so. Da haben wir noch irgendwo ein paar Stämmchen. Da hinten sind auch noch welche. Okay. Aber ich glaube, es reicht jetzt auch fast so gut wie. Ja, wir gehen jetzt mal hier so rüber. Nicht ganz 90 Grad Winkel. Gell, Veggie? Genau. Du sagst es. Aber wir haben schon wieder alles Holz verbastelt. Das heißt, noch ein Baum umhauen. Wir haben noch Fleisch. Ich überlege gerade, wir essen mal einen kleinen Happen. Ja, mit Wasser ist es ein bisschen enge, ne? Aber wir haben eigentlich so viele Dosen. Wir könnten uns mal gleich ein paar Energy Drinks holen aus dem Haus. Ich habe gerade überlegt, was ist denn, wenn wir hier genau in der Lücke durchbauen? Würde sogar gehen, glaube ich. Ja, nur kurz was probieren. Einmal nur kurz was probieren. Okay, so 100% die Lücke haben wir nicht getroffen. Ah, das ist aber okay, das kann man so lassen. Okay. Überredet. Ja, da brauchen wir wohl noch mal 2 Stämmchen. Da liegt noch einer, aber der reicht uns nicht. Komm, lass uns hier mal noch einen kleinen hacken. Ich wette, es liegen auch noch überall woanders hier Baumstämme rum. Die werden wir gleich noch alle finden, glaube ich. Aber hier sind wir erstmal durch. Und dann würde ich auch sagen, da können wir die lieben Kelvin die Angelegenheit mich hier mal anspitzen lassen, ne? So gesehen. Kelvin? Hi. Wie waren das jetzt? Baue, ne? Befestigung schärfen, genau.
Das macht er ganz gerne. Da ist er immer ganz fleißig dabei. Das ist auch immer das Erste, was er macht, wenn er einen Basiserhalt macht. Immer gleich anspitzen. Findet das sehr geil. Okay, dann soll er mal machen, sage ich, ne? Was machen wir denn jetzt hier? Da müssen wir uns jetzt wirklich was einfallen lassen. Vielleicht. Vielleicht machen wir wenigstens einen Boden davor. Vier Felsbrocken hast du geschafft. Fünf Stück, sechs Stück. Ey, Kelvin, du faules Stück, ey. Aber na gut. So, wo sind denn hier noch Baumstämme? Da ist noch einer hingeflogen. Ich habe doch gerade so viele Baumstämme gesehen. Hier sind sie alle. Okay. Wartet, Moment, Moment. Hier so. Und so. Scheint schon wieder gewesen zu sein mit Baumstämme. Okay, kann man machen. Hi Bertie. Oh, was hast du ein Feines? Blaubeerchen. Auch nicht schlecht. Na, komm mal. Oh, wo sind sie? Bertie, weg sind sie. Hast du gesehen? Gemein ist sowas. Das ist Blaubeerenklau. Kelvin? Dein Ernst? Kelvin? Guck mal so. Hast du gesehen? Guck mal, pass auf, ich zeig dir nochmal. Guck mal so. Gell? Ah, gucke mal einer an, wie das klappt. Ich glaube, wir machen denn aber den hier auch weg, ne? Den brauchen wir da nicht. So, die liebe Börje geht drüben spazieren. Und wir überlegen uns jetzt mal. Eigentlich, was immer geil ist, sind Klatschefallen. Aber irgendwie sind die immer nur einmal Klatsch. Und dann ist ein Gegner zwar tot, aber die anderen drei rennen rüber. Die Hubschrauberfalle, die dreht sich eine Weile. Die wäre vielleicht ganz interessant, wenn man die hier auf der Ecke positioniert irgendwie. Dass wenn sie hier langkommen, dass sie erstmal hier geschreddert werden auch noch. Und was machen wir hier auf dem Weg? Eigentlich, na gut, man könnte ja schon Klatschepeilen als Begrüßung hinpacken. So erstmal. So als kleinen Gag. Wir müssen mal gucken, wo die waren. Fallen. Klatschepalle. Geht die auf die Brücke? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Schade. Aber wenn wir jetzt hier, die kommen ja bestimmt von da unten, vielleicht auch von da. Wenn wir jetzt hier. Einfach mal so drei Stück hinsetzen. Dann kann das doch schon hilfreich sein, sage ich mal. Okay, Stöcke. Wo finden wir Stöcke? Ja, dann müssen wir kurz mal hier oben uns in den Wald schlagen. Hier haben wir schön viele kleine Tannenbäumchen. Die geben ganz gut Stöcke. Da ist noch einer. Hey! Was ist mit dir? Ei, Flick, mein Bester. Was geht, ey? Oh, kommst vorbei. Sag mal, ist dir nicht kalt bei dem Wetter? Frierst du nicht, mein Bester? Ist doch kalt, sag mal. Du hast nicht mal ein Höschen an. Ich würde ja so nicht rumlaufen. Ja, wir brauchen noch welche. Wo ist er denn?
eigentlich schon mal ganz gut. Dann kann er ja gleich mal testen, was wir hier veranstalten, ne? Ehrlich gesagt. So. Wo haben wir noch welche? Ich glaube, der hier ist auch noch. Okay. Sollte uns erstmal reichen soweit. Ich hab dich gesehen, Flack. Ich hab dich gesehen, Flack. Hier ist er runtergegangen. Ey, lass mal mein Kälbchen in Ruhe. Du Drecksack. Kälbchen, renn. Okay, Flack hat erstmal Schnauze voll, aber Flick ist da oben noch. Kelvin, wie geht's dir? Alles klar, soweit? Wir brauchen hier mal noch ein Seil. Wir müssen eh mal ins Häuschen, um was zu trinken zu holen. Machen wir jetzt auch mal schnell. Ja, da kamen sie wieder an und haben den lieben Kelvin schon wieder einen auf die Rübe gegeben. Der muss ganz schön leiden. Letzte Folge ja auch schon. Aber gut. Solange es mich nicht erwischt. Ja. Dosen. Oh, wir haben noch so viel Frischfleisch. Sollten wir es vielleicht mal auf den Grill schmeißen, dass uns das nicht schlecht wird, ne? Machen wir auch jetzt. Aber zu Futter nehmen wir erstmal jetzt noch mal ein Stückchen Crack, glaube ich. Weil mit Crack, da können wir ja... Da haben wir genug, du. Da können wir. Okay, man könnte mal kurz... Nee, wir braten es. Ich habe überlegt, ob wir es jetzt aufhängen oder braten. Aber wir braten das mal. Die liebe Virginia und der Kelvin sind seit dem letzten Update doch ziemlich verfressen geworden. Die einverleiben sich das ganze Fleisch mit einmal hier. Den ganzen Ständer leer geputtert an einem Tag, haben sie mir. Aber ist okay, soll ja so sein. Man findet genug Futter, so ist es nicht. Oh, hier mal ein Stück Holz nachschmeißen. Kann man noch ein Stück? Nee. Klappt nicht. Ja, das große Huhu-Zeichen, das ist ja auch noch eine Aktion dann, ne? Sobald denn unsere Verteidigung jetzt hier hinten steht, würde ich sagen, gucken wir mal nach einem schönen Plätzchen dafür. Ist immer so schlecht hier runtergenommen vom Kamin. Okay, jetzt habe ich's. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Holz. Ach, der Kelvin, da ist er wieder. Ein Seil wollten wir holen. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Seil brauchen wir mal. Wo haben wir denn mal ein Seil? Da ist Seil. Die liebe Virginia. Setz dich mal ins Feuerchen. Das ist schön warm. Oh, was haben wir hier? Och, Flick. Also, weißt du, wir hätten mal wie Flack gemacht. Wärst mal weggerannt, ne? So. Auf jeden Fall erfolgreich, ja? Die mittlere Falle hat ausgelöst. Das lobe ich mir. Und Flack, wenn du jetzt herkommst und noch die nochmal testen würdest, dann wäre ich dir sehr dankbar. Oder weißt du was? Ich gehe mal einfach mal rüber. Du weißt ja, wo ich bin, ne? Kelvin, was geht, mein Bester? Was macht er denn da? Ah, er meditiert wieder da. Er hat seine Felsenmeditation, ist das. Ne? Kelvin, pass mal auf, komm mal her. Folg mir mal bitte. Guck mal hier. Hier kannst du raus. Guck mal hier, Kelvin. Guck mal hier. Kelvin. Oh, ist das dein Ernst? Kannst du hier lang? Oh, Flack, ey. Was habe ich dir gesagt, mein Bester? Kelvin. Kelvin, hier lang. Ja, was mache ich jetzt mit ihm? Der hat sich jetzt da schön festgebackt. Da lasse ich mir mal was einfallen.
erstmal hinüber ins traute Heim, Glück allein. Mir ist kalt, ich will mal ins Warme. So. Liebe Virginia hat sich schon bequem gemacht, dann schließen wir mal die Haupteingangstür ab, damit uns hier keiner überrascht. Indessen ich euch mal sage, meine lieben Freunde, das war es dann hier aber erstmal auch gewesen heute. Ja, allzu viel haben wir leider nicht geschafft, ne? Kelvin hat sich festgebackt. Ein bisschen Palisade haben wir gebaut, aber ein bisschen Spaß haben wir gehabt, hoffe ich doch, ne? Wenn ja, dann wie immer gerne liken und kommentieren. Ihr wisst, das freut mich. Und unbedingt in der nächsten Folge auch wieder mit dabei sein. Dann gehen wir mal wieder ein bisschen auf Treve und gucken mal nach einem schönen Platz für das Huhu-Zeichen. Oder mal gucken, was wir noch so alles so treiben hier. Also bis dahin erstmal, mein Lieben. Bis dann. Tschüssi.